Der Fahrer aus diesem Kleintransporter hatte keine Chance mehr. Er ertrank noch in seinem Führerhaus. Durch den starken Regen vergangene Nacht wurde diese Unterführung an der Bundesstraße B23 direkt bei der Gemeinde Saulgrub komplett geflutet. Erst am Freitag tauchte der Kleintransporter aus dem schlammigen Wasser wieder auf und so entdeckten die Feuerwehrmänner den toten Mann. Es war ein Transporter, war auf dieser Strecke vermisst. Den genauen Standort konnte man nicht sagen von den Transportern. Es wurde sofort alarmiert und es wurden Taucher eingesetzt. Aber die Suche nach dem Pkw musste abgebrochen werden, weil die Witterung zu schlecht war und der Wasserstand einfach zu hoch war und das Wasser zu trüb war. Es ist für die Einsatzkräfte natürlich Wahnsinn, wenn man weiß, man ist hilflos, man möchte retten, man möchte suchen und kann es dann nicht. Also das Gefühl der Hilflosigkeit ist dann für die Kollegen schon schwer und man sieht es auch jetzt noch, wie die Kollegen mitgenommen sind. Nicht nur der Kleintransporter wurde von den Wassermassen überrascht. Insgesamt 3 Fahrzeuge waren durch das Wasser in der Unterführung eingeschlossen. Schwer verletzt wurde von den anderen Autofahrern niemand. Die Feuerwehr, die Polizei und die Wasserwacht waren die ganze Nacht und am Morgen im Einsatz. Der Hagel hat vermutlich die Abflüsse dicht gemacht und auf den Hagel hat es dann wieder drauf geregnet. Das heißt, das Wasser konnte nicht abfließen. Und aufgrund dessen ist die Unterführung auf der Umgehungsstraße in Saulgrub überflutet. In der Mitte haben wir eine Höhe von ca. 8 Meter gehabt heute Nacht. Die vom Himmel kommenden Wassermassen sorgten in den Gemeinden Saulgrub, Bad Kohlgrub und Bad Bayersoien für schwere Überschwemmungen. Keller und Garagen waren vollgelaufen, Gärten sehen aus wie kleine Seen. Die Schäden, das sind ja voll verklauste Brücken, zu Durchlässe, die müssen jetzt schnellstmöglich behoben werden. Wir haben sofort seit heute früh 6 Uhr Baggerunternehmen beauftragt, diese freizulegen, Brücken freizulegen, die Durchlässe freizumachen, denn wenn neue Gewitter kommen sollten, heute oder morgen, dass wir da wieder gerüstet sind. Die Bundesstraße B23 bleibt gesperrt, denn die Gemeinden rund um Garmisch-Partenkirchen erwarten weiterhin viel Regen.